Was für ein Tag, ey. Alles ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich wollte eigentlich heute ein bisschen später aufmachen, denn deswegen, was heißt wollte, ich musste, weil ich muss ja mit den Kindern irgendwie klarkommen. Ich muss jetzt dann nochmal ins Krankenhaus. Mann, das ist ein Scheiß. Jetzt hat sie schon so eine Infektion, ja. Jetzt haben sie auch noch überdosiert. Jetzt haben sie gestern Abend überdosiert. Ey, wie kann man denn sowas machen, ey? Wenn man mit so einem Baby arbeitet, muss man doch sensibel sein. So eine Kacke, ey. Deswegen fahre ich jetzt heute doch nochmal ins Krankenhaus. Wird jetzt nicht den Laden aufmachen. Einen Auftrag habe ich ja schon gemacht vorhin. Schnell Pedalen gewechselt hier, aber das ist ja alles nicht so wichtig. Das ist ja Quatsch, das ist ja Blödsinn. Ich fahre jetzt ins Krankenhaus und jetzt versuchen sie die Medikamente auszuschwemmen irgendwie. Meinen Medikamentenspiegel irgendwie anzugleichen. Denn das kann nämlich jetzt letztlich wirklich die Nieren schädigen. Nieren wurden untersucht, die haben keinen Schaden gehabt. Und dann Überdosierung. Danke, toll, super. Also wirklich, Ärzte, manche. Es gibt bestimmt Leute, sehr viele, die ihr Fach verstehen, aber da wollten sie es ja noch nicht mal rausrücken, so richtig. Ich hab's ja nur gemerkt gestern schon. Da hab ich schon gemeint, ne, das läuft doch viel zu schnell. So, ich habe ja keine Ahnung davon, aber das ist doch, da habe ich zumal gemeint, ja, das ist doch viel zu schnell. Weil sie Zeug drin pumpen in ihren Kopf. Ich habe keine Ahnung, ich weiß ja nicht, welche Dosis das war oder so. Ich bin ja nur ein dummer Idiot, Fahrradschrauber, ey, aber wirklich, hab ich wieder recht gehabt. Ich wünsche dir ganz viel Ablenkung gekauft. Ein bisschen Vitamine, ein bisschen Joghurt. Ich hoffe, die freut sie so ein bisschen. Eine Woche ist jetzt da im Krankenhaus. Also pro Tag eben Malzbier trinken und dann am siebten Tag hole ich sie raus. Das ist halt eh eine Antibiotika-Kur, aber jetzt müssen wir morgen erstmal aussetzen, weil sie ja überdosiert haben. Und hoffentlich nichts geschädigt haben dabei. Wissen sie selber noch nicht. Die letzten paar Meter bis zum Krankenhaus. Und dann sind wir. Schauen wir mal. Leicht dosiert, bis sie diese Kontrastmittel-Untersuchung machen können, damit er nicht wieder. Und dann, wenn da alles in Ordnung ist, dann kann man es ablassen, wenn es nicht in Ordnung sein sollte. Dann bringen sie das ganze erste Lebensjahr aus, die erzählt, was Patricia gemacht hat, ein Antibiotikum. Und meistens verwechselt sich das dann mit dem ersten Lebensjahr. Wenn der Umzug läuft,
Ich komme am Mittag. Ach so, Eierfarben. Ja, was sagen Sie dazu? Ja, was zu der aktuellen Situation? Ja. Nordwestsibirischen Alpental foltert gerade ein Kaninchen seine Mickey Maus. Scheiße. Das ist total kritisch. So. Und was haben wir denn da gemacht? Achso, ja, hier. Ja, Latte. Das ist die Messlatte. Latte. An der Latte wird alles gemessen. Genau. Ich scanne die Kamera auch. Ja. Wollen wir mal durchziehen? Mal durchziehen, okay. Ja, das war der heutige Tag. Ich meine, ich war den ganzen Tag im Krankenhaus eigentlich. Und der Kleinen geht's so wie gestern. Also besser will ich gar nicht sagen, weil die hat immer noch genauso Fieber und ja. Was soll man sagen? Wir hoffen einfach das Beste, ne? Also dass die Medikamentation anschlägt und dass das nicht zu viel war mit der Überdosis, die sie da gekriegt hat, ey. Also mehr kann ja nicht schief laufen. Ich hoffe, dass das alles gut geht. Ich hoffe sehr, dass das alles gut geht. Also ich wollte nur, das ist ein ganz kurzer Vlog heute. Also wir sehen uns dann morgen wieder vielleicht oder so, muss man sehen. Und bis dann, ciao, sagt Tommy und Familie in Vertretung. Weil die sind heute den ganzen Tag mit Andrea und Alex unterwegs gewesen. Jetzt auch super lieb, super nett. Also dass wir die beiden haben. Eigentlich haben wir sie in der Familie ja schon. Die sind ja schon in unserer Familie angekommen. Das ist echt, die zähle ich schon als Teil der Familie mit dazu, ganz einfach. Das ist schon Wahnsinn. Das sind echt gute Freunde. Und, auch wenn Alex total durchgeknallt ist und so, aber das braucht man ja auch manchmal, so jemand. Ja, gut. Also bis morgen, macht's gut. Ciao, sagt Tommy.